Hallo Hacking-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal SubwayZ und heute habe ich ein richtig geiles Projekt, das ich euch zeigen will, an dem ich und mein Team gearbeitet haben, nämlich den Cheat Launcher. Ja, das ist der erste seiner Art, sagen wir mal. Davor war es ein Loader für CSGO-Cheats, aber jetzt hat er sich weiterentwickelt und es sind jetzt viel mehr Spiele drin. Und in Zukunft werden noch einige andere Spiele wie Fortnite und so weiter dazukommen. Ja, ich würde mal sagen, ich rede nicht lang drum rum und zeige euch den einfach mal. Also ihr braucht einfach nur auf den Download-Link in der Videobeschreibung gehen und den downloaden. Und ja, dann wenn ihr die Datei habt, ist es auch allgemein ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr einen Antivirus eingeschalten habt, dass ihr den ausmacht, weil dieser Launcher bzw. die meisten Cheats auch in dem Launcher drin benutzen ja Injection, dass sie sich rein ins Game injecten oder sind obfuscated und all diese Sachen können fälschlicherweise von Antivirus-Programmen als Virus erkannt werden. Ich kann euch aber versichern, das ist alles von meinem Team gemacht und geprüft und da ist nichts gefährlich dran. So. Und ja, wenn ihr dann die Datei habt, braucht ihr sie eigentlich nur mal entpacken. Dafür empfehle ich euch, egal welches Entpackungsprogramm, WinRAR benutze ich zum Beispiel. Und ja, dann habt ihr hier diesen Ordner namens Cheat Launcher, den öffnet ihr dann einfach. Und ja, das Ganze wird dann auch ein Auto-Update haben. Das bedeutet, wenn ein neues Update rauskommt, ja, wird es automatisch gedownloadet. So, ich starte den jetzt mal. Und da haben wir ihn. Wie ihr seht, ist CSGO drin, Team Fortress, GTA 5, Minecraft, Roblox, League of Legends kommt die Tage noch. Liegt daran, dass die Cheats gerade outdated sind. Und ja, es kommt noch einiges dazu, würde ich mal so sagen. Und das Coole dran ist, in dem Loader ist auch ein Injector eingebaut. Bedeutet, ja, ihr könnt auch zum Beispiel CSGO DLLs injecten mit einem WAC-Bypass, ja. Wenn ihr hierauf geht, dann könnt ihr einfach die Datei auswählen. Alles ziemlich easy. So. Und ja, ich gehe jetzt mal zum Beispiel in Counter-Strike. Da wird nämlich ein Key verlangt, ja. Und da müsst ihr euch dann halt eben authentifizieren. Das funktioniert dann über Linkertize. Und ja, dann kommt ihr halt zu einem Key, den gebt ihr hier rein. Ihr könnt euch auch theoretisch einen Lifetime Key kaufen. Ja, das ist einfach drin, damit der Entwickler halt ein bisschen Geld davon hat. Ne? Es kostet ziemlich viel Zeit, das Ganze zu entwickeln und ja, das ist dann halt so eine Kleinigkeit, aber die Keys halten für 24 Stunden, das bedeutet, bei CSGO müsst ihr das nur einmal am Tag machen und ja, bei allen anderen, zum Beispiel hier GTA, Team Fortress, Minecraft, Roblox und so weiter, werdet ihr ganz normal ohne Key reinkommen. So, und ich demonstriere euch das Ganze mal. Es sind hier drin für Bedrock Edition Clients und für die Java Edition, ja. Und ich zeige euch das mal jetzt bei der Bedrock Edition zum Beispiel. Also ihr drückt hier einfach auf Start. Dann lädt es ein bisschen. Und wie ihr seht, der Client ist hier schön in Minecraft drin und funktioniert einwandfrei. So, und ich schließe das Ganze jetzt mal und wir probieren es jetzt nochmal für GTA. Ja, ich mache... gehe in die GTA-Section, gehen da, genau, so, Kiddians, starte den Shit und wie ihr seht, das Kiddians-Mod-Menü hat sich geöffnet und funktioniert einwandfrei. So lässt sich's nice cheaten, ja. Braucht dann nicht immer 100.000 Sachen downloaden, die Sachen sind da immer aktuell. Der Detection-Status steht ja auch immer im Loader drin. Wann ist zuletzt geupdatet worden? Ist es detected oder nicht? Und wenn ihr Probleme habt, dann joint ihr einfach dem Discord und bekommt da Support. Müsst ihr einfach ein Ticket aufmachen und fertig. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Ich hoffe, der Cheat Launcher gefällt euch. Ich finde ihn ziemlich geil und ich freue mich auch schon darauf, wenn dann mehr Updates kommen und dann noch mehr Spiele dazukommen. Ja, wird ziemlich Baba, würde ich sagen. Und das war's dann auch schon.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.